Einfach angreifen. Wir brauchen das. Oh! Oha! Sag bloß, der greift gleich auf alle an mit seinem normalen Angriff. Der ist ja übel drauf. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Feuer Mitternacht. Wir können uns jetzt mal in dem Dorf ein bisschen umschauen. Das werden wir noch machen. Und dann gehen wir weiter nach Westen. Und dort werden wir dann hoffentlich was Neues finden. Ich wollte nicht wieder raus. Ich komme nur manchmal nicht so ganz mit der Steuerung klar. Gehe ich halt von hier drüben ran. Das passt auf jeden Fall. Ist nichts. Okay. Als ob die Steuerung jetzt nicht so will, wie ich will. Das ist ja... Dabei gehe ich schon übers Digi-Kreuz. Okay. Latsch einfach übers Bett. Kann man ja mal machen. Was für ein Buch war das jetzt? Dürfte ich das bitte erfahren? Egal, wir haben was mitgenommen. Was anderes wird es wohl nicht geben. Scheint ein Steckbrief zu sein. Von mir. Scheußliches Bild. Ja, hoffentlich hat es die andere nicht gesehen, ne? Die Kana. Und hier? Ah, Money. Immerhin das erkennt man, wenn es Money ist. Aber weiter kommen wir hier nicht rein. Ist vielleicht ganz gut so, weil die haben scheinbar ein bisschen ein Rattenproblem. So kommt die Ratte auch nicht raus. Hehehe. Okay. Hier lagen 200 Geldscheine. Okay. Ach, die haben wir schon mitgenommen. Alles klar. Und hier konnten wir noch nicht rein. Als wir noch frisch kamen, konnten wir ja nirgends rein. Das können wir jetzt alles nachholen. Und überall das Geld mitnehmen. Zack, zack, zack. Und was haben wir hier? Ein Schlüssel. Okay, ein Schlüssel ist immer gut. Damit lässt sich fast jedes Schloss öffnen, allerdings nur hier. Oder so ähnlich. Ja. Sehr schön. Aber ich bin gespannt, was uns dann in der Stadt im Westen erwarten wird. Die haben ja scheinbar irgendwie so ein Vogelproblem. Sieht aus wie eine uralte Schale. Die wurde früher als Opfergabe verwendet. Okay. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Oje, oje, ich habe ja Gäste. Was soll ich nun tun? Ich bin noch gar nicht fertig mit dem Kauen. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Essen? Nein, danke. Eigentlich bin ich bereits satt. Oh, was wollen Sie denn hier? Das frage ich mich langsam auch immer wieder. Ja. Aber hier wurde noch nicht die vierte Wand durchbrochen. Nicht so wie beim Deadpool-Spiel. Da wurde das ja regelmäßig gemacht. Gibt es zum Beispiel auch eine Szene, wo der Deadpool jemanden verprügelt und dann hieß es die ganze Zeit, das ist hier und dafür. Das ist hier und dafür. Gibt ihm immer eine Ohrfeige, ne? Und irgendwann kommt auch so, das ist hier dafür, dass der Spieler nicht aufhört, den Knopf zu drücken. Das ist so schön. Das ist so schön. Okay, was auch immer Sie wollen, nehmen Sie sich Zeit. Okay. Mist könnte ich mitnehmen. Okay. Ah, das habe ich ja schon mitgenommen, ne? Das habe ich ja schon einmal gegeben. Vielleicht sollte ich es ihr noch ein zweites Mal geben. Aber für den ollen Typi habe ich nichts. Nee, ich gebe es ihr nicht ein zweites Mal, weil ich habe nicht so viel Geld dabei, sehe ich gerade. Also tschüss. Also tschüss. Drankladen wollen wir gerade auch nicht rein. Da waren wir schon drin, glaube ich. Fehlt mir eigentlich nur noch dieses Haus. Was geht hier so? Oh, auf Anhieb. Hier liegt ein Buch über Kristalle. Lesen wir mal. Es gibt vier bekannte Arten von Kristallen. Silberne gehören zu den häufigsten ihrer Art. Sie sind an ihrer unterschiedlichen Form zu erkennen, haben aber keine nennenswerten Effekte aufzuweisen, außer dass sie Erdgeister fernhalten. Blaue hingegen sind schon etwas mächtiger und nicht zu oft vorzufinden. Ebenso weiße und schwarze Kristalle. Sie sollen sich in ihrer Art von zwei wesentlichen Punkten unterscheiden. Allein die Nähe eines dieser seltenen Erdsteinen kann eine dunkle Aura augenblicklich vernichten. Doch während die Weißen es schaffen, gute Elemente in einem vergifteten Körper zu erkennen, bekämpft die dunkle Macht eines Kristalls auch den Wirten. Diese Steine sind in Dunglas bis jetzt nur eine Legende. Niemand hat hier einen schwarzen Kristall zu Gesicht bekommen. Okay. Was war das Erste, was ich versehentlich überskippt habe? Oder auch Erdsteine genannt. Sie unterscheiden sich nicht nur farblich voneinander. Ah, okay. Alles klar. Dann gehe ich mal hier nochmal und drücke das kurzerhand weg.
Auf jeden Fall eine nützliche Info wird uns wahrscheinlich, werden uns wahrscheinlich noch begegnen, diese Steinchens. Würde ich stark von ausgehen. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen, wann und wie die uns begegnen werden. Wenn dieser Typ hier ja anscheinend so ein Arsch ist, könnte es ja sein, dass wir mit einem dieser Kristalle dann irgendwie die Dunkelheit in ihm bekämpfen können oder so, keine Ahnung. Würde mich zumindest nicht wundern. Würde mich nicht wundern. So, dann wo geht's hier lang? Von hier aus geht's nach Gandio. Ja, und da wollen wir es nämlich hin. Oh. Ah, diese Kristalle. Ja, stimmt, die haben wir schon mal gesehen, ne? Das ist ja interessant. Das ist ja echt interessant. Wusste ich doch, dass es sich lohnt, da mal lang zu gucken. Und was ist das für eine komische Art Höhle da? Passiert nichts. Sieht aber strange aus. Das auf jeden Fall. Lass mal kämpfen. Die Honigbiene, lass schauen. Blutgier? Nein, die macht erstmal nichts. Na, genaueres. Halt HP und MP. Oh, cool. Das ist ein Animalzauber. Schauen wir mal. 25. Oh, der wird übel. Okay, Erdschlag. Ach du Schande. Aber das klang ja so, als ob da mehrere Dinge rauskommen können. Müssen wir mal ausprobieren. 20. Und der hat genug. Ja. Ah, Erdschlag. Ja, okay. Nee, warte, dann. Bam. Ja, okay. Das ist ja cool. Der kann auch ordentlich Schaden hauen. Und Level up. Ich sollte vielleicht kurzerhand mal speichern, weil ich glaube, ich habe lange nur gespeichert. Ich weiß es nicht. Ich mache einfach mal. Zack. Zack. Deswegen bringt es im Prinzip auch beim RPG Maker 2000 gar nichts, das Speichern zu verbieten. Weil wenn es jemand haben will und den Maker selber auch hat, dann kann er kurzerhand reingehen und sich einfach ein Item geben, das einem das erlaubt. Und das ist dann kein Ding. Das ist dann absolut kein Ding. Kann man gut machen. Aber ich kann nicht gegen den Hasen kämpfen. Ich habe das Gefühl, dass hier seitlich noch irgendwo was versteckt sein könnte. Ah, gut, das sind keine Kastanien, oder? Nee. Ja, da unten aber, seht ihr? Mein Gefühl hat mich nicht getrübt. Egal, gehen wir mal weiter. So. Ja, wir können eigentlich mal kämpfen. Kämpfen wir mal. Angriff, Angriff. Machen wir mal. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Bin versehentlich an den Stick gekommen. Egal, sehen wir den Ring auch mal. Wollte ich natürlich zeigen, ne? Ist ja klar. Okay. So, bam. Okay. So, Naru. Einfach angreifen. Wir brauchen das. Oh! Oha! Sag bloß, der greift gleich auf alle an mit seinem normalen Angriff. Der ist ja übel drauf. Der ist ja richtig übel drauf. Tatsächlich. Oha! Er ist der perfekte Charakter zum Leveln. Das ist ja... Also ich glaube fast, dass das nächste Dorf erstmal ein bisschen warten muss, ne? Gandio. Also der ist ja... ein Träumchen, wenn wir damit nur noch mal südlich rausgehen könnten, aus dem anderen Dorf da. Sollten wir eigentlich mal fast ausprobieren. Oder geht's nicht lang? Schade eigentlich. Ob das geht? Oder ob wir dann aufgehalten werden von wegen... Aber die brauchen doch unsere Hilfe. Bla 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 bla. Lasst uns das mal ausprobieren. Ja, wie gesagt, ich traue diesem Spiel nicht so ganz, was die Kämpfe angeht. Ich habe die ja schon als... Musst du mir im Weg... Ja, klar. Ich will nicht zurück. Schade. So viel zum Plan des Levelns. Ich habe die ja durchaus schon als heftig hier mitbekommen, die Kämpfe.
Wobei ich mich da manchmal vielleicht auch ein bisschen doof angestellt habe. So. Dann gehen wir halt mal weiter Richtung Gandio. Oh, scheint, als hätten wir diese Bestien gefunden. Gut, erledigen wir sie noch, ehe mehr ehe sie noch mehr Schaden anrichten können, als die Totenwache zu stören, ne? Also Totenwache. Egal, machen wir es einfach, machen wir Platz. Wenn's unbedingt sein muss. Ja, muss es. Garuda. Garuda. Gewalt, Blutgier. Du machst noch ein Kleeblatt. Animalzauber. Mach einfach Bam. Sie ist halt auch übel mit ihrem Kleeblatt. Heftig. Die ist ja richtig übel drauf. Bam, bam. Und Blatt, oder? Nee. Aber jetzt komm. Schade. Egal. Gleich. Sie macht ja immerhin so auch ordentlich Schaden, ne? Mach mal lieber auf den. Ich glaube, das dürfte langsam reichen, oder? Vor allem macht er ja auch immer ordentlich. Kanama fällt in Ohnmacht. Ja, das ist eh nur die. Die kann mal in Ohnmacht bleiben. Machen wir mal so. Ja, als ob jetzt. Komm schon. Plätte das Viech endlich mal. Okay, vielleicht sollte ich doch mal kurzerhand, ne? Das Ding mal plätten. Ja, also geht doch. Oha. Ja. Ich würde mal sagen, er macht nur meine Blutgier und er hier holt sie zurück, wenn ich was dafür habe. Habe ich was? Nee. Ich habe nichts zum Wiederholen, oder was? Müsst ihr mir das jetzt sagen? Kräutertee? Nee. Tatsächlich nicht. Ja, dann. Dann halt nicht. Dann gibt's halt ohne sie einen Regen. So. Ah, ich hätte ihn früher einsetzen müssen eigentlich. Weil ich hätte ihr ja auch die MP heilen können damit tatsächlich. Das ist ein bisschen strange. Dass der durch Einsatz von MP auch MP heilen kann. In dem Fall mache ich meine Barriere und ne? Ein Erdschlag. Dann ist der ja voll OP, der Charakter. Ist ja übel. Das ist ja richtig übel. Schützt sich. Komm, Berserker. Und hier nochmal ein Erdschlag. Jawohl! Und eine Grünfeder, okay. Gut, sehen wir zu, dass wir zu dem zum Dorf kommen. Wahrscheinlich gibt es noch mehr von ihnen. Also seid gewappnet. Okay, das ist die Federn sind einfach noch weiter geflogen. Ja, ich muss jetzt aber erstmal schauen, dass ich sie wiederholen kann. Deswegen muss ich hier nochmal dämlich zurücklaufen. Vielleicht werde ich euch das spulen. Mal schauen. Weil dann kann ich in dem Shop kurz das kaufen, dass ich sie wiederbeleben kann. Die haben das doch bestimmt. Ihr habt das doch bestimmt. Komm. Ja, genau. Komm, gib her. Hier, Lavendel. Braucht jetzt zwar fast mein ganzes Geld, aber es ist mir wert. Das sollte man immer dabei haben. So, das war's auch schon. Ja. Einen Kampf können wir noch machen, oder? Einen Kampf können wir noch mitnehmen. Und dann können wir mal langsam den Part beenden nach dem nächsten Kampf, würde ich sagen. Aber erstmal sollte ich den Lavendel auch nutzen. Und jetzt kann ich seine Technik nutzen.
Der macht echt eine Komplettheilung. Der ist ja so OP, ey. Ein Dolch. Den hat wohl jemand hier vergessen. Oder verloren. Wie auch immer. Er gehört dem Finder. Und das bin ich, ne? Also, ne? Ich hab hier was für dich, kann er mal. Okay. Aber nichts Sinnvolles. Weil für ihn. Ne, genau. Okay. Dann, schauen wir mal. Hier geht doch bestimmt noch irgendwas. Ja. Oh, ein Waschbär. Ja, süß. Ist ja putzig. Was macht dieser Waschbär denn hier? Auf jeden Fall wirkt er sehr zutraulich. Ja, das ist wahrscheinlich ihr Haustier hier. Hey, das ist mein Geld. Ah, diese beiden Witzfiguren, wären diese beiden Witzfiguren nicht, würde ich kurz einen Prozess mit ihnen machen, mir alles krallen, aber was soll's. Ja, natürlich würdest du das, ne? Sind diese Biester endlich weg? Ich will hier nicht ewig festsitzen. Was für ein Feigling verkriecht sich hier wie ein Wurm. Hören Sie mal, ich bin nun mal kein Krieger, sondern ein einfacher Bibliothekar. Wie sollte ich mich gegen so eine Horde Garudas wehren können? Verzeih seinen Rübenton, er meint es nicht so. Meine ich doch. Aber meine Kinder, fangt hier doch nicht wieder an zu streiten. Das ist ja langsam unerträglich mit euch. Und was Sie betrifft, junge Mann, Sie sollten hier noch eine Weile warten, bis wir die Gegend erkundet haben. Es könnten sich hier noch einige Erdgeister herumtreiben. Und ihr wisst ja, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Also, tschüssi. Ja, schön. Tschüssi würde ich dann aber auch jetzt sagen, weil ich würde sagen, für diesen Part soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Feuer um Mitternacht. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.